Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Bei mir ist Oliver Roth von Otto Seidler. Letzte Woche hat die US-Notenbank entschieden, die Leitzinsen zu erhöhen, zum vierten Mal seit der Finanzkrise. Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass die Wirtschaft gut läuft in Amerika als auch in Europa, wobei die Zinserhöhung natürlich sich hauptsächlich auf das Thema Amerika bezieht. Man kann also durchaus sagen, dass das positiv zu werten ist. Für die Finanzmärkte ist es nicht ganz so positiv. Da hat man schon ein bisschen auch Angst, sollten die Zinserhöhungen so weitergehen, dann würde das natürlich gegen Aktien sprechen und für Anleihen. Ja, die Märkte mögen niedrige Zinsen und viel billiges Geld. Ist denn jetzt der Zeitpunkt noch da, um in US-Aktien zu investieren? Also tendenziell ja, weil das Verhältnis zwischen Euro und Dollar weiterhin in die Richtung Dollar läuft, wenngleich auch der Dollar eine kleine Zwischenschwäche hatte. Aber tendenziell steigen eben die Zinsen in Amerika eher und in Europa ist das noch nicht wirklich absehbar. Da sind wir noch so bei ganz kleinen Pflänzchen, die hier über Zinsänderungen sprechen. Also wird der Dollar tendenziell stark sein und allein über die Währung wird man deshalb tendenziell eher Geld verdienen können. Welche Themen sehen Sie jetzt noch über den Sommer, die den Markt vielleicht beeinflussen könnten? Ja, das sind die Themen, die wir eigentlich das ganze Jahr schon haben. Das ist zum einen der US-Präsident, der verschiedene Projekte noch vor sich hat, aber immer mehr geschwächt wird durch den ein oder anderen Skandal. Darüber hinaus haben wir natürlich Ökonomie, Wirtschaft. Das ist natürlich ein wesentliches Thema. Wird die Wirtschaft weiterhin so gut laufen, wie sie das bisher in den ersten 6 Monaten getan hat, sowohl in Europa als auch in den USA? Das sind eigentlich die Themen, unabhängig jetzt mal von den Krisenherden, die wir zweifelsohne ja auch haben. Oliver Roth von Otto Seidler. Vielen Dank für die Einblicke und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Schauen Sie auch auf unsere Webseite inside-wirtschaft.de und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen.